Sind nicht alle VODs. Nee, das ist auch nicht so ganz einfach. Verstehe diesen Dungeon nicht. Gewitter müsst ihr da reinhauen. Ah, noch nicht mal so. Zwei, vier, sechs, Tom Goku! 600 Bitsis, Witsis, Schnitzis. Dankeschön, Mann. Sonic Medium, ich sollte den Kack mal einfach nutzen. Hyopies. So muss es sein, Hase. Und kann das was, Youngblood? Ist, glaube ich, echt spaßig, ne? Ich glaube, das ist ein spaßiges Spiel, kann man gut zusammenspielen. Mein Gott. Halt nichts AOE-mäßiges, ne? Großartig. Den Drehsprung wollte ich doch mal ausprobieren. Habe ich die ganze Zeit, nutze ich keine Angriffe mit Frog. Ja, okay, kein Problem, Kane. McLean. Da machen wir was, glaub mir. Diese geilen Charaktere, dieses ganze geile Spiel muss mehr ins. Atom Nullku Fight Mikapa. Alter. Ja, vielleicht kennen noch nicht alle Hase. Das ist Monsieur Hase. Ab und zu geht da eine Sicherung durch und der unterstützt dann halt etwas stärker manchmal. Ja, Hase, Alter. Vielen Dank. Was soll ich dazu sagen? 9700 HP. Junge, danke, Mann, Alter. Du bist ein Wahnsinniger. Schön am ersten. Schön direkt hier den Top oben gekriegt. Typisch Hase. Na, so weit will ich nicht gehen, das zu sagen, aber... Alter, vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Crazy shit. Nein, ich habe wieder keinen Mana. Wie wenig Mana... Das ist unglaublich. Naja, Gewitter, ein einfaches Gewitter muss halt zumindest kommen. Oh, fight me, sagt er einfach. Vielen Dank, Junge! Okay, Entschuldigung, Hase. Nee, 100 Bits sind 100 Cent. Uff. Eiler lernt was? Doppeltech Falkschlag. Ich glaube, Eiler muss einfach... Wurfbeben. Falkschlag. Kronos Falkenschlag. Das hat halt alles keine Zenze. Gut, dann sind es halt Zenze. Genau, nur 100 Euro. 100 Dollar sogar nur. Nur 100 Dollar. Er sagt einfach nur. So, gucken wir jetzt mal hier Wurfbeben. Testen wir mal. Wenn wir die Skills ausprobieren. Kriegen dann beide Damage vielleicht? Nee, ich kann. Boah, 1053! Wenden ist besser als Bits. Jetzt mal ganz platt, ja, aber. Bits haben auch ihre Vorteile. Also es ist auch schon gut und ist auch gut, dass es das gibt. Und das, die gute Mischung ist am besten. So, was hat sich jetzt geöffnet? Die Tür in der Mitte wahrscheinlich.
Oh, ich treff alle. Sehr gut. Die Seezyklon. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Komm, dann Goku, mach ich Alter. Mal den ersten Hit am Boss. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Krasser Scheiß. Vielen Dank, Tom Goku. Einfach da sein und zugucken, das ist die beste Langzeitunterstützung, die man bieten kann. Dark, vielen Dank. Kann ich nur tausendfach sagen. Nur jetzt blutet er. Er blutet. Oh nein, den hatte ich doch schon. Ist das jetzt ein normaler Gegner? Azala ist dort hinten. Ja, dann mach die aus dem Weg. Alter, los. Danke. Shit, ich glaube, ich muss den anderen Knopf noch drücken. Hat für morgen schon mal getankt. Ja, auf jeden Fall. Drehsprung, komm, auf ihnchen. Ist das Retro auf der Switch? Ne, das ist... Hier, guck mal, das ist live. Live von diesem Gerät. Vielen Dank, ey. Krasser Shit. Ich hoffe, ich muss den anderen Knopf drücken. Du hast ein sehr interessantes Spiel verpasst. Oder ist das einfach nur falsch? Das Spiel ist so überragend. Es wirkt vielleicht jetzt gerade noch etwas... Oh ne, es wirkt geil. Und natürlich ist das so, wenn es solche Sachen nicht auch manchmal gäbe, dann hätte sich das Ganze ja auch vielleicht gar nicht so entwickelt und so, ne? Natürlich kann man immer sagen, die beste Unterstützung ist, wenn ihr zuguckt, da seid und vielleicht mal subbt so. Das ist ja irgendwie auch ganz in Ordnung. Muss natürlich keiner machen, aber kann man ja irgendwie, wenn man einmal jeden Tag im Monat sich das reinzieht. Und ich kann man guten Gewissen sagen, ich lasse auch 5 Euro da. Aber ja, klar, ohne solche ganzen Aktionen, ohne so krasse Donations und Subs und so, wäre das ja gar nicht so schnell so regelmäßig werden können, wie es bei mir war. Das darf man auch nicht vergessen. Und da kriegt Nina Kreis erstmal einen Sub. 254 hat der Luz erst verschenkt. So wenig wieder, ey. So wenig Subs verschenkt hier. Voll wenig, bar, schäm dich. Ist echt wenig. Nina Kreis, viel Spaß mit den schönen Emotes. Und ich sag... Ey, wie viele Gegner kommen denn hier? Das ist scheiße. Das ist alles scheiße. Und wieso geht der Typ da nicht aus dem Weg? Du musst die... Nina Kreis, ich glaube, die Toadette ist was für dich. Der Toadette-Emote. Der ist was für dich. Oh. Baloe. Ich glaube, ich habe ernsthaft... Boah, das könnte ich jetzt mal kurz nachzählen. Ich weiß nicht, wie viele Subs aktiv von Leuten, wo ich nicht mal gucke. Also ist so, bei manchen Leuten ist so ein bisschen ein gegenseitiges... Ey, wie viele kommen denn hier? Geben und nehmen. Luz, danke, wirklich. Das ist stark, alter Schwede. Heute schon wieder Escalation in the Station. Ein DK-Emote? Nee. Ist halt schon Mario Maker, die Sucht ist zu groß. Da müssen alle Emotes Mario Maker sein.
So. Zack. Ja gut, das ist schon noch ein bisschen was hin. Ja, ey, Alter, ich will an dem vorbei. Ey, was ist denn jetzt los? Flixo, du Teufliger! Du Teuflischer! Du satanischer Flixo, du alter Gönnermensch, 184. Ey, ich kann nicht einfach vorbeigehen? Ey, komm! Das ist echt schlecht. Würde man erwarten, guckt euch das mal an. Man muss hier ganz links sein und dann kann man vorbei. Was ist denn das für ein Kack-Move? Das ist schlecht Design, sorry. Dankeschön, Aresas. Ja, und vielen Dank, ey, Flixo. Ja, dann jetzt erstmal. Unterkunft. Ja, das ist ja manchmal so ein... Man bringt den Stein ins Rollen und dann eskaliert's, ne? Hatten wir ja vor Mario Maker mit den Subs. War so krank. Kämpft er mit mir? Moment mal. Dies ist ein besonderer Ort. Hier wurde der große Nitzbell besiegt. Okay, der kriegt halt einen Donner ab und dann ist er erstmal wieder gestunt. Wurfbeben. Drehsprung. Verteidigung unter Schock vermindert. Ja! 905 Damage. Verteidigung bei Angriff verstärkt. Verteidigung bei Angriff verstärkt. Schlagblase will ich mal ausprobieren. Was ist das für ein Kack-Move? Wow! Verteidigung bei Angriff verstärkt. Wurfbär beben und hier gibt es nochmal eine Heilung. Für alle. Ja, ich weiß es noch. God of War, Hase. God of War. Ich weiß das noch ganz genau. Setze absorbierte Elektrizität frei. Ui, das könnte schmerzhaft sein. Geht. Ich kann mal Eila und Frog. Kann ich jetzt mal heilen lassen. Schlecker. Da bin ich mal gespannt, wie viel das heilt. Und was das mit dem Status macht. Ich meine, das ist ja wurscht. Oh, die spreaden aber richtig die Liebe. Wow, das heilt ja mega. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man wegnickert. Oh, geil, Soka. Hier oben ist sie. Da hinten. Viel Spaß damit. In gutem Zustand und so. Oh, jetzt habe ich aber ein Problem. Jetzt bräuchte ich... Oh. Wie viel Damage. Und Ayla ist einfach mal... Oh, fuck my life. Kann Ayla nicht mehr kontrollieren, das ist nicht gut. Daki, danke. 40k Follower Hype.
Ja, das ist wirklich nice. Darf Ayla jetzt mal wieder mitmachen? Hey, mal lieber. Ich spiel's ein bisschen vorsichtiger. Easy. Ja, ist doch in Ordnung, Soka. Hauptsache, du hast den Berater. Der ist halt geil. Und es ist so schön, da durchzublättern. Ja, Hase, mal kurz reinkommen und mal kurz irgendwie was hier lassen, dann wieder gehen. Du bist einfach geil. Ja, Junge. Was soll ich sagen? Vielen Dank. Los! Schenk Kirschblutblütenkekse. Kekes. Ein Sub. Vielen Dank. Krass. Der kommt rein, lässt die tausende Zilliarden Bits hier. Ich muss ihn wieder los. Hab gespeichert, ja. Die Mucke ist auch so geil. Und ich finde Ayla gerade wieder richtig gut. Nicht so einfach zu entscheiden, wen man ins Team nehmen will. Das stimmt, Road to 50k. Der nächste große Schritt. Einer? Toll. Ja, das stimmt auch wieder, No-Pro. Ja, ja, Clayne sagt es auch, genau das gleiche. Venusfalle bestiehlt Gegner. Und das kann wieder sehr interessant sein. Und Wirren braucht noch 400 und Wasser 2 noch 39. Ich Idiot. Jetzt muss ich da wieder hoch komplett. Ach, hör doch auf. Ach, Ayla ist schon irgendwie cool. Ich mag auch den Style, aber ich mag den Style von dem Frosch halt auch extrem. Sehr, sehr schwer. Ey, dass jetzt hier immer wieder Encounter kommen. Das macht einen ja wahnsinnig. Naja, aber ich sag mal so. Gleich hat Frog auch sein Wasser auf AOE. Ich glaube, dann kann ich bei denen einfach AOE-Zauber machen. Das reicht. Schon nervig, die Gegner. Naja, den ganzen Abend, ich kann nur so bis 19:30 online sein ungefähr. Ja, die Tech-Punkte braucht man, das stimmt schon. 22, sind ja auch echt viele. Luz verschenkt an den Nightbot. In den Nightbot. Ein Submarino. Vielen Dank, Luz. Der Nightbot freut sich sehr. In Herrgotts Frühe Rede. So gegen 8 Uhr morgens. Einer wird aufgestuft. Frog wird aufgestuft. Frog lernt Wasser 2. Das ist sehr gut. Nein, Recutter. Die sind nur weil morgen ausnahmsweise mal ein Stream ausfällt. Füllt LP komplett von einer Person. Scheiße. Ich hätte gerne heilen 2 oder sowas. Egal, Wasser 2 ist gut. Das Bite ist voll. Ja klar geht der Hund mit. Das ist ja auch... Also nicht... Also auch deutlich für den Hund. Ich muss nach Herrn.
ein Äther. Das sind Kisten? Ich hab's mal vorher gewusst. Alter, Luz geht wieder durch hier. Stechpalme 86. Was sind das für Namen? Weggekrittet. Glaub auch, Dean. Beide geschockt. Und Drehsprung regelt das auch, glaube ich. Nicht ganz. Oh nein. Ihr seid also endlich hier. Dies ist er, der Showdown. Heute wird ein Schlussstrich gezogen. Werden wir Reptiten oder ihr dummen Affen die Erde beherrschen? Starke überleben. Eiler stark, Eiler kämpfen. Was machst du denn, Luz? Wonach suchst du jetzt auf Twitch? Hört ihr diese lieblichen Stimme? Ihr werdet gleich die besten Freunde. Irgend so ein Riesendino oder sowas. Hera-Hut? Danke, Luz. Äther Medium. Okay, wie sieht's aus? Mana-mäßig und so? Ups. Alles super. Na, Chrono könnte ein kleines Äther bekommen. Ui. Was ist das? Roter Stern, falle hernieder, färbe die Erde rot. Auch wenn das Schicksal uns untergehen lässt, werden wir euch die Welt nicht kampflos überlassen. Mit dem Nacht-Tyranno werde ich diesen dreckigen Affen ausmerzen. Nicht Dose. Danke, Luz. Er wird durch. Erstmal Gewitter ausprobieren, erstmal die ganzen Wurfbeben. Gehen wir mal. Und Wasser 2. Wir testen mal die Elemente. Oh ja, Donner ist für ihn nicht schlecht. Fehl, ja, macht auch keinen Sinn. Okay, Magie ist krass. Psychokinese. Frage ist, ob ich ihn treffen muss. Oh! Wir machen mal einen normalen Angriff. Wie ist denn ein normaler Angriff auf ihn? Einmal heilen. Los! Reinhalten. Ja, ich muss scheinbar erstmal ihn killen. Wollzahn würde ich gerne mal ausprobieren. Vielen Dank, Luz, für den ganzen Support. Das ist alles nicht so stark. Ich habe halt mit Eila gar nichts, ne? Was ich gegen die machen kann. Eila ist halt super nutzlos. Sie kann jetzt im Prinzip ja mal heilen. What?
Oder falsch dosiert. Nein, Luz, was ist los bei dir? Psychokinese. Okay, dann ist Ayla jetzt gerade hier die Heilerin. Und Frog und Chrono müssen hier mit ihren Zaubern, zumindest mal ihmchen, irgendwie Damage machen. Weil hier passiert ja nichts. Ich versuch's nochmal so. Nee, das macht ja null Damage. Asala-Kollaps vermindert Lebenspunkte, ja, okay. Oh, er ist tot. Und jetzt? Kriegt er jetzt Damage vielleicht? Ja, okay, und jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie ich den jetzt besiegen soll. Wir werden es sehen. Entfernt Verteidigung, sammelt Kraft. Ah, jetzt volle Kanne drauf. Fünf. Oh Gott, der zählt bis null und dann ist wahrscheinlich die Vernichtung. Na. Ich sollte auf jeden Fall davor noch mal mich heilen. Ja. Weiß noch nicht. Ich hab Schismo. Ich hab Schiss, sorry. Der letzte Angriff. Und das war das jetzt? War jetzt aber nicht sehr bedrohlich. Ich bin den Vater. Mehr Combo-Attacks. Und dann denke ich mir so, ist das dann viel stärker? Bolzahn nochmal ausprobieren. Jetzt besser? Ich weiß es nicht. Es geht auf jeden Fall schneller, ne? Als wenn beide einzelne Angriffe machen. Das ist ja auch Quatsch. Volksschlag, den habe ich noch nicht ausprobiert. Der war jetzt aber, glaube ich, auch nicht so überragend. Schlagblase. Ja, ich sag mal, jetzt habe ich gerade 500 gemacht. Wenn ich jetzt einzeln angreife, mache ich irgendwie 300 und 200. Das ist halt, fühlt sich jetzt erstmal nicht so, Drillkick ausprobieren, nicht so viel heftiger an irgendwie.
Fernverteidigung hier, warm. Oh, der DPS-Boss. Nee, die verbrauchen ja beide zum Beispiel, boah, 1010. Jetzt habe ich halt kein Mana mehr. Toll, ich habe Tonic genommen, ich Idiot. Wollte Ether nehmen. Oh, easy. 1800 XP, 25 Tech-Punkte. Das ist so ein DPS-Boss. Final Blazer Moinsen. Also man verbraucht nicht mehr MP, wenn man einzeln attackiert. Weil wenn ich in so ein Doppel mache, verbrauchen die auch beide jeweils dann irgendwie 4 oder sowas. Nein, es kann nicht sein. Sind die Himmel auf der Seite der Affen? Hört zu, Primaten, und erzählt es weiter. Wir Reptiten haben tapfer bis zum bitteren Ende gekämpft. Verstehe. Eiler, verstehe. Bald wird es Feuerkiesel regnen, Flammen werden das Land verbrennen, die Ebenen werden langsam erfrieren. Eine lange, grausame Eiszeit folgt. Welche Genugtuung. Ihr werdet euch wünschen, an unserer Stelle zu sein. Lavos. Seid so cool, wie geil jetzt die Geschichte verändert wird. Oder gestaltet wird. Sozusagen, Rufi. Na, er saß ja da drauf. War sein Mount. Supergeil, Radler. Dann ist es großartig. Eines der besten SNR-Spiele. Mit Sicherheit. Eilers Wort. La ist Feuer. Voss ist groß. Eiler! Kino! Beeile, Lavos bald kommen. Alle Daktyl reiten. Kino, beeilen! Gut. Eiler, was tun? Kommen, Azala, mitkommen. Absolut nicht, die Kräfte der Natur haben gesprochen. Eiler, beeilen! Azala! Nicht vergessen. Die Zukunft. Zukunft? Was damit sein? Wir haben keine Zukunft. Nicht durch Magus Schuld lebt Lavos. Mich dünkt, Lavos fiel in uralten Zeiten vom Himmel. Ja, sehr lange ist's her. Aber warum hat dann Magus, hat er den dann wieder belebt? Kann das sein? Lavos riesig. Krono dagegen kämpfen? Krono, wir gehen, wo Lavos fallen. Wird er nicht jetzt besiegt, so gräbt er sich tief in die Erde hinein. Gehen wir. Da laufen sie. Okay. Das ist Line-Up erstmal so, glaube ich. Läuft ja ganz gut. Ah, ich könnte hier jetzt mal eine Unterkunft nutzen. Ich muss halt mal wieder ein paar davon kaufen. Und auch speichern. Und an der Stelle muss ich tierisch mal aufs Klo. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Das Spiel ist so großartig, das nicht in Worte zu fassen. Ich liebe es. Uno Momento, kurze Pipi-Pause und dann geht's gleich weiter.